heute zeige ich euch eine Übung aus dem Gewichtheben, und zwar das Reißen, auch bekannt als Snatch. Ist eine der beiden Disziplinen aus dem olympischen Gewichtheben. Und zwar bringt man dabei ein Gewicht, also eine Hantel, über den Kopf möglichst schnell und steht dann mit dem Gewicht über Kopf wieder auf. Im Wettkampf hat man dafür 3 Versuche und der schwerste Versuch wird gewertet. Die Übung wird aber auch außerhalb des Gewichthebens angewendet. Sie ist gut für Beweglichkeit, Koordination, Schnellkraft und Explosivität, wenn sie richtig ausgeführt wird. Und das zeige ich euch heute. Als Unterstützung habe ich hierfür Niki. Sie ist Crossfitterin und Gewichtheberin, hat schon an einigen Wettkämpfen teilgenommen, unter anderem den deutschen Meisterschaften. Und sie demonstriert heute die Übung. Erst einmal bestimmen wir die Griffbreite. Du hebst erstmal die Hantel auf, ähnlich wie beim Kreuzheben. Und jetzt legst du die Hantel auf deine Hüftfalte ab, beugst dich nach vorne, streckst deine Arme nach außen ab und dann richtest du dich einmal auf. Und das ist ungefähr deine Griffbreite. Merkt ihr das am besten? Denn so wirst du ab jetzt immer ungefähr greifen. Die Hantel dann einmal wieder absetzen. So, jetzt greifst du, jetzt kommt die Hantel nach vorne, die Hantel einmal über den Mittelfuß. Genau, wieder ähnlich greifen wie eben von der Griffbreite her. Und jetzt spannst du dich ein, das heißt, du bringst den Hintern runter, Brust raus auf Spannung. Die Schulter ist leicht in Vorlage, das heißt, die Schulter ist leicht über der Hantel, Brust raus, Spannung halten, und das sollte die Startposition sein. Als kleinen Tipp, Ellenbogen und Knie sollten ungefähr in einer Linie sein. Nimm einmal nochmal die Startposition von eben ein, schön auf Spannung. Und jetzt gleich kommen wir zum ersten Zug, und zwar ist das bis zum Knie und du drückst dich gleichmäßig mit den Beinen vom Boden ab und hebst dabei die Hantel hoch bis auf Kniehöhe. Genau, dabei hebt der Hintern und die Hantel heben sich beide gleichmäßig an. Das nennt man dann Parallelverschiebung. Ab der Kniehöhe beginnt dann der zweite Zug. Hier wollen wir richtig explodieren und ordentlich beschleunigen. Die Hantel halten wir weiter nah am Körper und bringen die Hantel richtig nah zur Hüfte rein. Unseren Körper bringen wir auf Streckung, gehen auf die Zehenspitzen und bringen den Nacken richtig zu den Ohren. Wir gehen wieder auf Kniehöhe zum zweiten Zug. Wir haben ja eben schon mal beschleunigt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, machen wieder einen Kontakt an der Hüfte, strecken uns und lassen die Hantel kommen und bringen dabei die Ellenbogen nach oben. Die Hantel wird quasi schwerelos. Die Ellenbogen führen wir hoch wie bei einer Vogelscheuche, damit die Hantel möglichst nah am Körper bleibt. Nachdem ihr maximal gezogen habt, taucht ihr unter die Hantel. Dabei klappen eure Arme quasi um und ihr zieht euch aktiv unter die Stange. Die Füße setzt ihr dabei möglichst schnell nach außen. Wenn ihr die Hantel in der Hocke fangt, achtet darauf, dass euer Rumpf auf Spannung ist, die Arme komplett gestreckt sind und die Schultern fest sind. Optimalerweise ist die Hantel hinter euren Ohren. Dann bleibt ihr am besten kurz in der Hocke sitzen, bis ihr merkt, ihr habt Kontrolle über die Hantel, und dann steht ihr mit der Hantel auf. Im Wettkampfgeschehen muss der Athlet die Hantel so lange kontrolliert über Kopf halten, bis das Kampfgericht das Absignal gibt. Reißen ist eine komplexe Übung, die aus mehreren Teilbewegungen besteht. Das waren jetzt erstmal nur die Basics. Wenn euch mehr zu dem Thema interessiert, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Als Hilfe habe ich heute Niki zu Gast, beziehungsweise ich bin hier Gast. Manchmal habe ich so eine Scheiße. Dann bin ich ja Gast. Okay.